Herzlich willkommen in der Paul Gerhard Kirche in Schnattheine. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das ist das Bibelwort zum dritten Advent. Man zündet Lichter an im Advent, man sitzt zusammen, man erzählt, singt, liest Geschichten. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, eine Adventsgeschichte. Das sind drei Leute, die treffen sich jedes Jahr im Advent dort, wo einst die Grenze war, die Deutschland teilte. Vor 40 Jahren waren sie alle DDR-Bürger. Einer ist dabei, der schon immer in den Westen wollte. Er hat viele Wege probiert. 2 Jahre hat er in Bautzen gesessen wegen Republikflucht. Er hat nicht aufgegeben. Er hat einen Freund gesucht, er hat einen Freund gefunden. Der hat ihm versprochen, ich bring dich rüber. Ich schick dir meinen Sohn, der kennt sich aus, der schleust dich durch. Such noch ein paar Leute, plant miteinander, wartet. Und wenn es soweit ist, dann kommt ein Zeichen, dann stellt eine Kerze ins Fenster. Er fand 10 Leute. Sie zogen alle in Grenznähe ins Vogtland, trafen sich immer wieder, planten alles durch, bis jeder im Schlaf alles aufsagen konnte, aber immer wieder Zweifel. Der Schleuser. Würde er kommen? Konnte man ihm vertrauen? Und es dauerte. 3 sprangen wieder ab. Schließlich doch ein Bote und eine Kerze im Fenster. Der Schleuser kommt, sammelt euch in der Nacht, 5 Kilometer vor der Grenze. Ganz leichtes Gepäck. Wieder sprangen 2 ab. Wir bleiben hier. 5 brachen auf. Sie kamen durch, warteten am Treffpunkt, nachts, warteten, warteten. Plötzlich ein Mann. Keine Angst, ich bin's, sagt er. Kommt, sagt er, vertraut mir, folgt mir. Jeder achte auf jeden. Und dann ging es durch Nacht und Nebel. Vorbei an den Vorsperren. 2 sagten, wir halten das nicht mehr aus, wir kehren um. Da waren es nur noch 3. Weiter, weiter. Schließlich, es tagte schon, da standen sie vor dem Zaun. Aber sagten sie, das sind Minen, das sind Schussgeräte. Und im Hinterland ging der Alarm los. Die Umkehrer hatten ihn ausgelöst. Was jetzt? Wie weiter? Der Schleuser sagte, ich gehe voran, folgt mir nach kurzer Zeit. Und er ging. Hunde bellten, Scheinwerfer flammten auf, dann eine mächtige Detonation. Sie folgten. Der Schleuser hing tot im Zaun. Alles aus, sagte einer. Nein, sagte der andere, im Zaun ein großes Loch. Los! Die 3 rannten, schlüpften durch das Loch, erreichten die Freiheit. Unfassbar. Das Ziel erreicht. Wieso? Weil einer sich geopfert hatte. Das werden wir nie vergessen. Immer im Advent werden wir uns wieder hier treffen. Eine Adventsgeschichte? Erfunden? Ja. Und doch nein. Es haben sich viele solche Geschichten zugetragen. Und wir erzählen Adventsgeschichten, weil wir Bilder brauchen, Advent zu verstehen. Die Geschichte von der versprochenen und von der erreichten Freiheit. Die Geschichte vom Warten, vom Schleuser, vom Opfer, vom Weg und vom Ziel, von hier und von dort. An all das denken wir im Advent und all das feiern wir zu Weihnachten. Alles beginnt mit einem Versprechen, wie an Gefangene. Ich bring euch rüber. Ich bring euch in die Freiheit. Ich schick euch den Schleuser, meinen Sohn. Das ist Gottes Versprechen in die Nacht der Welt. Was ist eigentlich drüben? Drüben ist die Welt hinter dem Todeszaun. Es ist Gottes ewiges Reich. Es ist dem Sünder genauso verschlossen wie der Westen dem DDR-Bürger.
Gott sendet seinen Sohn in diese Welt wie einen Schleuser zum Leben. Er sendet ihn nicht, um uns noch einen Löffel Zucker in den Glühwein zu schütten und nicht, um uns noch eine Praline auf den Weihnachtsteller zu legen. Das wäre des Opfers nicht wert gewesen. Es geht um Leben und Tod. Christen feiern Advent und Weihnachten unter dem Kreuz Christi. Hier in Schnartenne unübersehbar. Ja, Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat das Opfer gebracht. Er ist gewissermaßen das Loch im Zaun des Todes. Stacheldraht hängt heute noch um das Haupt des Gekreuzigten. Wir denken an die, die vor uns geglaubt haben, die vor uns Christus gefolgt sind. Sie sind in Freiheit. Das Leben erreicht durch Angst und Tod hindurch. Ewige Freude ist das Ziel. Und jede Generation feiert neu Advent und Weihnachten. Immer neu die Botschaft: Euch sendet Gott seinen Sohn. Er wird euch retten. Er kommt. Verlasst euch drauf. Glaubt, folgt Jesus. Findet euch nicht ab mit dem, was diesseits ist. Glaubt an Gottes Versprechen und bereitet euch vor. Macht euer Gepäck leicht. Verteilt, was ihr zu viel habt. Achtet aufeinander. Es ist Advent und der Bote ist da. Er kommt. Die Kerze steht im Fenster. Die Kirche? Die Kirche ist nicht der Himmel, sondern der Bote des Himmels und der Bote der Freude. Christentum ist Verschwörung zum Leben. Und die Christen haben eine Aufgabe. Stellt Kerzen ins Fenster. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig.